So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück in Mass Effect in der Normandy. Wir haben gerade die Aufgabe abgeschlossen mit den unbekannten Signalen. Ich würde sagen, da wir jetzt auf einem Planeten unterwegs waren, können wir ja mal ein bisschen unser Schiff erkunden. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Commander, etwa noch eine Frage? Ja, das ist halt jetzt hier. Ich muss gehen. Bis unser dann. Unser Joker, unser Pilot, der uns auf der ganzen Reise begleiten wird. Hier sitzt halt rechts und links die Mannschaft. So, dann haben wir hier unseren Navigator. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist nicht das Problem, Commander. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Es gibt Leute, die es für Schwäche halten, wenn man Hilfe annimmt. Aber das ist nur dumm und selbstgefällig. Egal wie stark man ist. Verbündete kann man immer gebrauchen. Also bezogen auf richtig, kann auf den schon ganzen sein. Satz. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Das, keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. Gut. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Gut. Jawohl, Sir. Das gab uns ein bisschen Kontext wieder. So, hier ist nichts weiter, außer der Kommunikationsraum. So, geht's mal eine Etage tiefer. Solltet ihr mal schön, Soldat? Richtig, fein. Um die Ecke, da gibt es einen Fahrstuhl. So, hier ist dann die Kantine. Hier ist unsere Ärztin, hier können wir gleich unser Medigate auffüllen. Dann ist hier hinten noch der andere Raum, wo wir auch schon mal waren, unser Medigate aufgefüllt haben. Ja, bitte, Commander, was kann ich für Sie tun? Ja, die Ärztin. Ich muss jetzt gehen. Bisschen, auf Wiedersehen, Commander. Bisschen Blödsinn. Tut mir leid, wenn ich das so ganze Zeit skippe und fix mache, aber glaubt mir, es ist wirklich 90% Müll. So, zack, gab's wieder mal ein bisschen EP. Ich brauche dann eigentlich für den nächsten Levelaufstieg. Oh, wir sind schon Level 10. Nur ja, so viel ist es ja gar nicht mehr, 1000. Wir werden auf jeden Fall nochmal Spectre-Training verbessern. So, was will denn hier Caden von uns? Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Okay. Commander? Gut. So, und jeder, der Mass Effect 2 gespielt hat, weiß, wer diesen Raum denen gehört. Ich will nicht zu überraten, aber wir wissen's. Ja, das ist dann hier so das Mannschaftsquartier. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Natürlich Fahrstuhl fahren, was denn sonst? Bin auch zum Glück nur kurz und Ladezeit. Das ist in den anderen Teilen echt besser gelöst. So, hier geht's dann zu unserem, ich möchte sagen, Antrieb. Zack, wieder Kontext. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin. Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. So, wieder Contact und 20 Erfahrungspunkte. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Ist ja auch unser. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Oh ja. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk.
Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das sind wirklich über 300 Jahre. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ich gab 60 Konten. Jawohl, 60 Erfahrungspunkte wieder. Du kriegst halt Mass Effect zum Glück durch so kleine Gespräche halt auch immer mal Erfahrungspunkte. Das finde ich ganz, ganz cool. So, hier haben wir Wax. Hier, ganz wichtig, können wir die Ausrüstung unserer Leute anpassen. Für jeden Einzelnen. Sehr schön. Können wir mit der nun Commander sprechen? Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Na gut. Wegtreten, Chief. Sir? Die zwei, die landen heute in einer Kiste, werde ich drum. Okay, Wax, was will der? Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Danke. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Wax. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Die Spartaner des Mass Effect-Universums. Sehr schön. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern, niemand kann das. Bis dann, Rex. Shepard. Gut, das gab wieder ein bisschen Kontext. Das gab wieder Erfahrungspunkte. So. Der Typ. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Vielleicht später. Danke. Kein Problem, kommen Sie gerne wieder. Das war jetzt nur der. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Ob die jetzt Regeln gesagt Anfangs haben. War es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Das ist doch Und schön. Ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Na, wenn das kein Vorbild gab. Oh, gemeiner. Ah, sei es drum. Achso, wir müssten eigentlich mal die Ausrüstung checken. Können wir eigentlich mal machen. Gucken wir uns mal die Ausrüstung von der guten an. Sturmgewehr 160. So, jetzt kriegt die erstmal ein Upgrade. Ich würde sagen, wir haben gar nicht so viel. Großskalieren. Gibt es erstmal einen Kampfsensor? Machen wir mal das Einfache. Gibt es erstmal einen Kampfsensor? Der hat. Okay, den. Der gibt auch erstmal nur einen einfachen Kampfsensor. Haben wir es auch noch? Na gut, dann kriegt er eine Zielverbesserung. Garus ist Scharfschütze. Der kriegt ein besseres Scharfschützengewehr. Heh, wenn wir sowas hätten. Da gibt es hier mehr Präzision. Wax. Wax ist Schrotflinte. Da gibt es den Kühlkörper. Da bleibt ja fast nichts mehr von uns übrig. Tali. Ich weiß gar nicht, was Tali kann, aber ich glaube, die kann hier alles in dem Fall. Kriegt auch einen Kampfsensor. So, Fähigkeiten für die UV? Nein. Gucken wir nochmal die Rüstungen durch. Tatsächlich. Ah, die ist schlechter. Okay, die gegen die, das ist ein und dasselbe. Bringt unserem Turianer gar nichts. Bringt leider kein was. Bringt es uns was? Haben wir hier noch was? Nee. 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 Schade. Was? Nee, können wir auch nicht updaten. Schade, schade, schade. Aber wir haben einen Granatwerfer, sehe ich gerade. Brandsätze oder Fusion. Fusionssprengsatz, das klingt natürlich gut. Gift plus 25% Giftschaden. Oder lieber 19 Schaden für 5 Sekunden. Ich würde mal den Giftschaden bevorzugen. So, dann haben wir mal unser Schiff erkundet. So, ich sagen, geht's wieder hoch. Gucken, ob wir noch eine Mission machen können. Gucke ich gleich mal bei Nebenaufträgen nach, weil Hauptmission, das ist ja nun klar. Der fernseltsame Übertragung hat mir doch gerade abgeschlossen. Was bewegen Sie sich in das Kursystem? Das sind bestimmt wieder eine Falle der Geth. Hatten wir ja schon mal. Okay, jetzt gibt es keine Geräusche beim Treppensteigen. Ach, dieses ewige Warten, bis die Türen aufgehen, das ist nervig. So, vorneweg, bevor wir
Universum aufmachen, speichern. Zack. So. Ach nee, ich depp. Ich wollte erstmal gucken, was es noch so an Nebenaufträgen gibt. Tyrianische whatever. Okay. Wertvolle Mineralien, ja, das ist eine der nervigsten Quests ever. Ich glaube, wäre auch so, wenn wir uns ans Ende, Richtung Ende bewegen, wäre ich dann wahrscheinlich alle Planeten nochmal per Hand abscannen. Weil das euch nicht zeigen, damit wir die ganzen Aufträge fertig haben. So, in einer Videonachricht wurde davon berichtet, dass vor kurzem der Kontakt zu einem Forscherteam, ja, ja, das wusste ich. So, wir müssen in Schiff seines Bruders eine Reise nach Semterio-System. Okay. Muss da genauere Infos in das Stereo-System begeben. Spricht man das Sterinusus? Okay. Pferdekopfnebel befindet sich das. Okay. Dann auf in den Pferdekopfnebel. Nebel. Der war gar nicht so weit weg. Da oben. Ja. Und Feuer. Da sind wir weg. So, und jetzt müssen wir hier den Bruder suchen. Klappern wir erstmal die ganzen Planeten ab, bitte. Hier irgendwo was finden. Nein, hier ist leider nichts. Auf dem kleinen auch nicht, oder? Nein. Schade. Die Mission habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Okay, das sieht so aus, als könnte man da später drauf gehen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der. Schön. Wo ist jetzt der Bruder? Auf jeden Fall hier ist nichts. Haben wir alle Planeten abgescannt? Außen, innen, ja, ja, ja. Tagebucheintrag. Okay, ist die jetzt fertig? Wir geben sie mir doch. Kampfzeichen suchen. Oh Gott, jetzt steht ein Mist hier. Aber hier sind wir doch. Er muss noch zuvor in die Traverse. Sind wir denn schon in der Traverse gewesen? Das ist die Frage. Wäre sie auch schon freigeschalten? Hm. Gibt's denn das? Aber wir waren doch jetzt, wir sind doch in diesem Sonnensystem. Warum findet es nicht? Okay, dann müssen wir vielleicht erst das später freischalten. Sei es drum. Ich gucke jetzt mal jeden Planeten nach hier. Na hier, das sieht mir aus, als könnten wir hier landen. Aber hier ist kein Knopf dazu. Also schalten wir das erst später frei, so wie es aussieht. So. Pharos. Ich würde sagen, wir machen... Machen wir erstmal die. Nehmen wir machen erstmal die Forscher. Ach, jetzt habe ich doch vergessen, welches System die waren. Die waren. Trojanische Kampfzeichen. Piraten. Forscherteam.
Ein Giss Cluster. Okay. Ein Giss Antennaus. Okay, gut. So, aus, raus. Das Ganze erstmal versuchen. Armstrong. Gibt's denn das? Da. Und ja, da möchten wir hinreisen. So, zack. Und jetzt wird gesucht. Fangen wir von außen nach innen an. Hier ist nichts. Okay, hier müssen wir dann landen. Da sind die Forscher. Der Planetier. Erkunden. Okay, Rohstoffe gefunden. Nee, nee. Das war der. Gut, dann kommt der. Kommt der. Und das. Da ist leider nichts. So, dann würde ich sagen, auf den Planeten und die Forschergruppe suchen. Ich nehme mal mit. Man will mehr Kampfstärke haben. Das sind Trümmer, Forschungsbasis. Wie ich gesagt hatte, mache ich das so, wir werden die Mission erledigen und werden dann erst, werde ich nach dem Planeten absuchen, nach Trümmerteilen etc. Weil das ist dann doch für euch ein bisschen langweilig, weil zum Großteil findet man eh nichts. Also nichts, was von Belang ist. Obwohl, hier ist gleich eins in der Nähe. Na gut, das kommt nicht mehr. Das ist in der Nähe, das schnappen wir uns fix. Das wird ja gehen. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Wo sind das bloß wieder Gesteine? Das ist bloß Gestein. Das finde ich schon ein bisschen doof, dass wir das jedes Mal machen müssen. Bereit. Ne? Da rein. So. Weiter jetzt. Semi rolling. Yay, Motherfucker. Okay, das sieht nach offenbar der... Offenbar ist niemand zu Hause. Ja, offenbar ist wirklich niemand da. Alles nehmen. Ich glaube, alles, was Kategorie 1 ist, können wir weglassen. Das können wir dann zu Universal Gedöns verarbeiten. Das bringt ja nun wirklich nicht was. So. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. Hm. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Leicht die Verfügung. Starte manuelle Überbrückung. Das letzte Mal, wo ich die Mission gespielt habe, ging das nicht. Oh, Pistole Striker 1. Den Rest alles nehmen. Dass man nicht sprinten könnte, das nervt. Zack.
So, auf geht's. Hinein in die Höhle des Löwen oder der Forscher. Also ich mich frage, warum die so einen riesen... Naja, gut. So einen Eingang gemacht haben. Oder war das so ein automatischer Tunnelbohrer? Sehr schön, Husk. So, wir ziehen uns ja auch ein bisschen zurück, wir bleiben auch hier. So, warte. Max nimmt die Schrotflinte. Lassen die einfach an. So, jetzt gibt's hier Feuer. Gehört. Maschinenkultisten. Sie haben eine Art Alien-Technologie ausgegraben, die sie in hirnlose Fanatiker verwandelt. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Okay. Schade, dass wir haben jetzt einmal Medige verschwendet, wie ich sehe. Ah, diese Husks sind halt, wenn wir halt so ein niedriges Level sind, halt echt nervige Gegner. Platz zu kriegen ist teilweise echt schwer. Ah, nein. Oh, ich will nicht universal gehen dafür. Oh, fuck. Wir müssen. Ach, crap. Gab's noch eine Kiste, wenn ich mich recht entsinne? Da. Ich glaube, wir können noch später noch die Gegenstände auf. Ich häng fest, nein! Oh shit! Oh fuck! Oh, wir hätten speichern sollen vorneweg. Oh nein! Oh, ich hab's doch gewusst. Shit! Ja, super ey. Ja, wir hätten speichern sollen. Den ganzen Scheiß nochmal. So ein Sackgang. So, nach der ersten Welle, wenn wir die erledigt haben, wird wieder gespeichert, ey. Ach. Schöne Scheiße. Offenbar ist niemand zu Hause. Ah ja, ich weiß, dass niemand da ist. Das Ganze nochmal, ja, Medige 1. Was ist das? Granaten-Update, Kryo. Ja doch, das nehmen wir mal mit. Das ist nämlich für Granaten, die wir updaten können. Ich gleich mal gucken. Granatwerfer. Hä? Wo
sie hin? Wo seien du hin? Ach so, das ist hier für den Granatwerfer. Verstehe. Den wir übrigens noch nicht im Inventar haben, oder? Ne, den besitzen wir noch gar nicht. Das ist schön. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Ah, fuck. Och, nö, nö, nö. Oh, eine Sekunde noch was Zeit gehabt. Jawohl. Sehr schön, haben wir es auch mal geklärt. Dann geht die Tür wieder auf, wenn wir dagegen fahren. Herrlich. So, jetzt geht's da rein, erst nach der ersten speichern und dann töten wir alles. So, erste Mal speichern. Exakt zwei Granaten, das ist relativ wenig. Nervig die Typen. So, Rex, nimm mal lieber die Schwuffe, ne? Achso, okay, das gilt auch jetzt schon, wenn die Suchschaden nehmen. Verstehe. Das ist nicht nur für den Granatwerfer. Wir warten, bis unser Medikä sich wieder bereinigt hat. Sie dürfen jetzt nicht ganz so weit vorgehen. Oh, auf jeden Fall alles rot gerade bei uns hier. Okay, jetzt können wir wieder einmal Medikä verwenden. So, nicht davor gehen, das ist ganz schlecht für uns. Alles nehmen. Wir müssen uns dann wieder zurückziehen, wenn die Typen kommen. So, manuelle Überbrückung. Zack. Alles nehmen. Gucken wir gleich mal die Ausrüstung an. Nein, eine neue Pistole eventuell. Die Striker 3 ist leider schwächer als unsere. Rex eine neue Schrotflinte eventuell. Nein, leider nicht. Die kann man echt nur ausbauen. Oh Gott, Scharfschützgewehre. M1 kann weg. Kann ebenfalls weg. Ich gebe dem mal die. Der wird denn die brauchen? Niedersage. Sage und die ist genauso schlecht. Fuck, wir hätten es auch verkaufen können, fällt mir da ein. Zumindest wir können keine Granaten herstellen oder etwas ähnliches. So, jetzt heißt es wieder speichern. Gott, ich habe gerade keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Ich habe das Gefühl, wir datteln hier schon Stunden.
ziehen uns dringend zurück. Wie ein Hase. Versuchen wir die Lasten hier zu schießen. Okay, damit ist der Verbleib der gesamten Exogen-Forschungsteam bla bla gelöst. Haben wir doch 1A geregelt. So, jetzt gucken wir uns nochmal. Oh. Ist eine Kiste, die haben wir übersehen. Zack, alles an uns reißen. So, jetzt gucken wir uns fix noch in der Hülle und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal von euch. Weil ich habe das Gefühl, wir sind ja schon 3 Stunden irgendwie am Aufnehmen. Ja, gucken wir nochmal alles nach, was der Öl ist. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal den Planeten etwas unsicher machen. Gucken, was wir noch finden. Öffnen, alles mitnehmen. Wir müssen ja auch einen Teil echt mitnehmen und dann verkaufen. Obwohl manche Sachen echt plus 10 Credits bringen oder so. Das ist dann wiederum lächerlich. Also so Einser-Sachen, die können wir uns eigentlich schenken. Die können wir echt zu Universalgeld umbauen. Damit unser Fahrzeug reparieren in Schlachten ein. Was wichtig ist, meiner Meinung nach. Ah, da ist die Schiffierung zu niedrig. Verdammt. Oh, es fehlt auch nicht mehr viel, ne? Oh, da könnten wir hier wieder 2 Punkte investieren. Verflucht. Ärgerlich. Mal gucken, vielleicht finde ich ja dann auf dem Planeten dann noch was und kann dann hier wieder zurückkehren. Also, meine Freunde, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Bedanke mich nach wie vor wieder fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Empfehlt mich weiter, abonniert mich, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann wieder in der Normandie. Bis dahin. See ya. So, meine Freunde. Ich will euch den Kampf hier nicht vorenthalten. Das ist nämlich der Kampf gegen einen Dreschlund, der hier einfach mal gerade mitten auf der Pampa aufgetaucht ist und mir hier das Leben schwer zu machen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der wieder auftaucht. Boah. Mit denen zu nahe kommt, zerstört ihr unser Fahrzeug mit einem einzigen Treffer. Und ich dachte, mit dem Kampf will ich euch vielleicht noch zeigen. Ist auf jeden Fall abartig. Wir ziehen ihn auch mit dem G nur ganz wenig Leben ab. Leider überhitzt unsere Kanone auch mal gern dabei. Bam! Und da war's das. 880 Credits und 120 Erfahrungen. Das hat uns auch gereicht. Damit können wir Dechiffrierung um 2 pushen. Sehr schön. So, das war's endgültig. Ich danke nochmal fürs Zusehen und in diesem Sinne, euer Crimson.